Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja selten der Fall, dass man im Land unterwegs ist mit einem politischen Thema und so einhellig auf Begeisterung stößt. Aber beim Pakt für Pflege ist das definitiv der Fall. Und gerade erst war ich bei der Jubiläumsveranstaltung zum 15. Geburtstag des Vereins Gesundheit Berlin-Brandenburg in Potsdam. Und zu diesem Verein gehört auch die Fachstelle Pflege im Quartier FAPQ. Und auch dort wurde wieder einmal hervorgehoben, dass es noch nie ein Landesprogramm gegeben hat, das so schnell in so vielen Städten und Gemeinden angekommen ist und umgesetzt wurde. Keine Frage, wir haben in den Koalitionsverhandlungen zu Beginn dieser Legislatur da etwas richtig Gutes auf den Weg gebracht. Und ich erinnere mich noch gut, wie Anne Baske mit dem Plan für den Pakt für Pflege in die Verhandlungen kam und dies sowohl bei Ursula Nonnemacher wie auch bei Roswitha Schier sofort auf fruchtbaren Boden fiel. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, um die Frage aus dem Titel der Aktuellen Stunde zu beantworten, der Pakt für Pflege ist ein Erfolg und hat ganz klar das Potenzial, zum Exportschlager in andere Bundesländer zu werden. Und in einigen Bundesländern, Mecklenburg-Vorpommern etwa, wird darüber ja wohl auch schon sehr konkret nachgedacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 2019 ist diese Koalition mit dem Ziel angetreten, würdevolles Altern der Brandenburgerinnen und Brandenburger in allen Landesteilen zu unterstützen. In einem Flächenland wie Brandenburg bedeutet dies große Herausforderungen, da städtische und ländliche Räume sehr unterschiedlich sind. Das zeigt sich auch beim Blick auf die Bevölkerungsdichte. Während zum Beispiel in Potsdam auf einen Quadratkilometer rund 990 Einwohnerinnen und Einwohner kommen, sind es in der Prignitz nur rund 35. Und in den Regionen gibt es auch deutliche Unterschiede, was die Art, Anzahl, Größe der vor Ort tätigen Träger und Pflegeeinrichtungen angeht. Und weil sich die Gegebenheiten im Land so unterscheiden, kann es nicht die eine Lösung für pflegerische Versorgungsstrukturen geben. Und nicht nur die Weite unseres Landes ist eine Herausforderung, sondern im Besonderen die demografische Entwicklung. Das gilt natürlich für alle gesellschaftlichen Bereiche, wie wir jeden Tag feststellen, besonders aber in der Pflege. Man spricht von mindestens 10.000 fehlenden Pflegekräften bis 2030 allein hier in unserem Land Brandenburg. Und sie werden vor allem in der ambulanten Pflege fehlen. Denn in Brandenburg werden bereits heute, es wurde schon erwähnt, rund 87% der rund 185.000 pflegebedürftigen Menschen zu Hause ambulant oder von Angehörigen gepflegt. Dank höherer Lebenserwartung und medizinischen Fortschritts wird der Anteil älterer Menschen und damit der Pflegebedürftigen weiter steigen. Das ist gut, also dass die Leute älter werden, wird uns aber eine große Kreativität bei der Bereitstellung von Pflegeangeboten abverlangen. Als Koalition haben wir uns deshalb zum Ziel gesetzt, eine bedarfsgerechte Pflegestruktur in den Kommunen zu fördern. Und diesem Ziel sind wir mit dem Pakt für Pflege in den letzten Jahren einen großen Schritt näher gekommen. Die vier Säulen des Paktes für Pflege sind dabei das Förderprogramm Pflege vor Ort, der Ausbau der Pflegeberatung, der Ausbau von Tages- und Kurzzeitpflege sowie die Fachkräftesicherung. Herzstück des Paktes und der Bereich, um den uns wahrscheinlich die meisten Bundesländer beneiden, ist das Förderprogramm Pflege vor Ort. Das Besondere, die Kommune, die die Bedürfnisse vor Ort zweifellos am besten kennt, entscheidet, wohin das Fördergeld geht. Und dazu zählen dann beispielsweise Angebote wie regionale Vernetzungsstrukturen, der Aufbau von Helferkreisen, regelmäßige Nachbarschaftstreffs oder Beteiligungsformate wie gemeinsame Mittagstische oder Erzähltheater. Die Folge: Unsere Kommunen sind beim Thema Pflege richtig in Bewegung gekommen. Und ich mache es mal ganz praktisch. In Oranienburg konnte ich live miterleben, wie die Pflege vor Ort Stück für Stück mit Leben erfüllt wurde. Und es hat mich wirklich überzeugt. Treffpunkt Mensch mit Mensch heißt es in Oranienburg, das Projekt, das seit 2022 gefördert wird und vom Märkischen Sozialverein betrieben wird. Um Vernetzung aufzubauen und das Projekt zum Erfolg zu führen, sind die Verantwortlichen im wahrsten Sinne des Wortes von Tür zu Tür gelaufen. Sie haben sich von Anfang an mit kreativen Ideen eingebracht, keine Wochenend- oder Abendarbeit gescheut. Heute bietet Pflege vor Ort unter anderem Beratung zu Alltagshilfen oder zur Verhinderung von Pflegebedürftigkeit. Ein Netzwerk ist entstanden und es etablierten sich neue Treffpunkte und Veranstaltungen im Stadtgebiet. Über 1000 Oranienburgerinnen und Oranienburger haben im letzten Jahr an den Veranstaltungen und Treffen teilgenommen. Ich finde, eine beeindruckende Zahl. Natürlich stehen und fallen diese Projekte mit den beteiligten Menschen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einmal stellvertretend für so viele Engagierte im Pakt für Pflege, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Märkischen Sozialvereins danken
Und so wie es in Oranienburg funktioniert, ist es mir auch aus vielen anderen Orten berichtet worden. Im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz hat Ministerin Nonnemacher seit dem Start des Pakts für Pflege regelmäßig über den aktuellen Sachstand berichtet. Es wurde deutlich, dass die Zahl der Kommunen, die bei Pflege vor Ort mitmachen wollen, kontinuierlich gestiegen ist. Und auch das Gutachten des Instituts für Qualität und Patientensicherheit, welches jetzt im Ausschuss vorgestellt wurde, belegt den Erfolg des Pakts für Pflege eindrucksvoll. Die Fachleute bestätigen, mehr als 85% unserer Kommunen profitieren vom Pakt für Pflege, Tendenz steigend. 664 Projekte wurden im Rahmen der Richtlinie bereits gestartet und rund 90% der befragten Kommunen bewerten die Paktteilnahme als eine konkrete Verbesserung für die Situation pflegebedürftiger Menschen vor Ort. Dieses Zeugnis spricht doch für sich, möchte ich meinen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war und ist Anspruch der SPD, ja der gesamten Koalition, das Leben der Menschen im Land besser zu machen. Und das Fazit der Evaluation ist eindeutig. Der Pakt für Pflege schafft genau das. Er macht das Leben von Pflegebedürftigen und Angehörigen besser. Darauf können wir stolz sein. Und für uns als SPD steht deshalb fest, dass wir dieses Erfolgsmodell, mit dem wir bundesweit eine Vorreiterrolle einnehmen, in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen und verstetigen wollen. Dass der Pakt für Pflege insgesamt nur ein Baustein für gute Pflege sein kann, ist dabei klar. Es bedarf weiterer Maßnahmen, für die jedoch in erster Linie der Bund zuständig ist. Damit meine ich zum Beispiel die weiterhin notwendige Reform der Pflegeversicherung. Aber auch im Land wollen wir als SPD den Bereich Pflege weiter stärken. In der nächsten Legislaturperiode wollen wir dafür sorgen, dass auch einfache Pflegeunterstützungen vor Ort noch leichter werden, etwa die Nachbarschaftshilfe unter Nutzung des Entlastungsbetrages. Wir wollen den Anteil des Landes an den Investitionskosten in der stationären Pflege erhöhen und damit den Eigenanteil der im Heim lebenden Pflegebedürftigen senken. Wir wollen die Pflege- und Gesundheitsschulen noch besser unterstützen, indem wir die Investitionspauschale erhöhen. Und wir wollen die Pflegeberufe attraktiver machen, auch für Menschen mit Migrationshintergrund, denn auf diese Menschen sind wir angewiesen. Und gestatten Sie mir dazu eine Schlussbemerkung. Der aktuelle Arbeitsmarktbericht der Bundesagentur für Arbeit zeigt klar, der Beschäftigungsanstieg in der Pflege, den es gegeben hat, der vergangenen 10 Jahre geht überwiegend auf Menschen mit Migrationshintergrund zurück. Der Anstieg seit 2022 fast ausschließlich. Und ich sage, ich möchte mir nicht vorstellen, wie dramatisch die Situation in der Pflege heute wäre, hätten wir diese Arbeitskräfte nicht. Klar ist aber auch, die ausländerfeindlichere Migrationsrhetorik der AfD gefährdet den Beschäftigungsanstieg in der Pflege und damit direkt die Gesundheit unserer Mitmenschen. Und deshalb sollten wir hier nicht über Remigration sprechen, sondern über die Integration Geflüchteter in Arbeit und über gezielte Fachkräfteeinwanderung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Strategien für die Zukunft der Pflege zu finden, bleibt in den nächsten Jahren eine zentrale politische Aufgabe. Mit dem Pakt für Pflege haben wir in Brandenburg eine mehr als gute Grundlage geschaffen, auf die es aufzubauen gilt. Wir haben quasi, so möchte ich zusammenfassen, ein Netzwerkinstrument für die Pflege in den Kommunen entwickelt. Und wir haben damit einen Weg eröffnet, den wir partnerschaftlich mit Landkreisen, Städten und Gemeinden weitergehen wollen. Und das werden wir auch. Vielen Dank. Dankeschön. Eine Kurzintervention wurde angemeldet von Herrn Abgeordneten Dr. Bernd, bitte. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Lüthmann, es ist bezeichnend für den desolaten Zustand Ihrer Partei, dass Sie nicht mal dieses Thema Pflegepakt abhandeln können, ohne eine Hetze gegen die AfD zu starten und ohne Lügen zur Migrationspolitik hier zu verbreiten. Wir halten fest, dass wir seit 2015 eine Einwanderung von mehr als 10 Millionen Menschen hatten, die unter dem Zauberwort Asyl ins Land gekommen sind, die zum großen Teil eben nicht berufstätig sind und die zum großen Teil dafür verantwortlich sind, dass der Fachkräftemangel seither immer größer geworden ist. Denn die Fachkräfte werden gebunden zur Betreuung dieser Menschen. Wir brauchen Fachkräfte in den sozialen Berufen, wir brauchen Fachkräfte in der Polizei, wir brauchen Fachkräfte im medizinischen Bereich, die sich um diese Menschen kümmern müssen. Migration
Migration als Arbeitsmigration ist etwas völlig anderes als dieses unter dem Ticket Asyl nach Deutschland einwandern. Und indem Sie beides vermengen, sorgen Sie dafür, dass die wirklichen Fachkräfte das Land verlassen. Jedes Jahr verlassen 200.000 Fachkräfte Deutschland, weil die Verhältnisse in Deutschland unerträglich sind. Mannheim, Cottbus, Schmelwitz lässt grüßen. Und sehr geehrte Damen und Herren, deshalb wird mit Ihrer Politik auch das Problem der Pflege verschärft, weil diese Asylmigration Geld bindet, sie bindet Arbeitskräfte und sie sorgt für unerträgliche Verhältnisse im Land. Sie erkennen das nicht oder wollen das nicht erkennen. Und wenn Sie Ihre Politik nicht umstellen werden, und so sieht es aus, dann werden Sie am 22. September deshalb die verdiente Wahlniederlage erleiden. Herr Abgeordneter Lüttmann, möchten Sie darauf erwidern? Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Berndt, sehr geehrte Frau Präsidentin natürlich, getroffene Hunde bellen, so ist es natürlich immer, wenn wir diese Themen ansprechen. Ich möchte noch mal auf die beiden Punkte kurz eingehen, die ich erwähnt habe. Ich sagte zum einen, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass die Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, mehr in Arbeit kommen und dass wir sie dann auch in den Arbeitsmarkt bringen und dass wir sie dann auch in der Pflege einsetzen können. Und ich kann Ihnen berichten, ich bin ja viel im Land unterwegs, dass dies auch passiert. Dass immer mehr auch der Menschen, die 2015, 16 oder auch bei der letzten Flüchtlingswelle aus der Ukraine gekommen sind, im Arbeitsmarkt ankommen und auch in der Pflege ankommen. Dass das im Einzelnen immer noch verbesserungswürdig ist, das sagen wir hier, glaube ich, alle. Und das ist auch natürlich nicht immer so leicht, das ist auch klar, denn gerade im medizinischen Bereich, und auch das ist uns ja berichtet worden, zuletzt vom Betriebsrat der Asklepios-Kliniken, die Menschen auch sehr gut Deutsch können müssen, denn gerade im medizinischen Bereich darf es auch nicht zu Verwechslung von Medikamenten an anderes kommen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass das ordentlich vorbereitet wird und dass die Menschen dann dort ankommen, und das ist ein Ziel, was wir alle haben. Und das Zweite ist, und das war das, worauf ich eben noch mit meiner kritischen Bemerkung abgehoben habe, natürlich ist es so, dass die ausländerfeindliche Rhetorik der AfD Menschen verschreckt und auch dazu bringt, aus Deutschland wieder wegzugehen. Das berichten mir Unternehmen vor Ort, in Oranienburg und an anderen Stellen. Und das können Sie nicht gut finden oder das können Sie hier leugnen, aber das ist doch natürlich eine Folge Ihrer Rhetorik, die Sie hier machen, insbesondere bei der Remigrationsrhetorik, und darauf habe ich abgehoben.